Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 Torwartspielerkarriere. Ich bin's Jan und in dieser Folge gibt's einmal zwei Spiele. Aber ansonsten auch unter der Woche ist etwas passiert und das zeige ich euch jetzt. So, willkommen an einem meiner neuen Arbeitsplätze. Als Fußballprofi ist man ja dann doch ab und zu mal auch zum Beispiel in der Werbung oder so zu sehen oder kurz mal in einem Film und wir sind hier an einem Set in London. Ich habe eine kleine Gastrolle in einem neuen Film bekommen und durfte hier in diesem Auto eine kurze Szene drehen. Außerdem habe ich durch den Wechsel von Dortmund zu Chelsea eine neue Ultimate Team Karte bekommen. Vor einigen Stunden haben wir im EA Studio in London ein super Foto mit dieser neuen Karte gemacht. Das blende ich euch jetzt hier mal ein. Außerdem durfte ich die echte Karte auch mitnehmen und durfte damit nicht nur ein Foto machen. Und die hängt jetzt, wie ihr hier sehen könnt, an der Wand in meinem Haus. Also ein neues Accessoire, was das neue Haus ein wenig, ja, verschönert. Aber nun wieder rüber zum Fußballalltag. Das schaut doch schon mal richtig, richtig nice aus. Ich hoffe, das Ganze wird jetzt noch cooler im Spiel. Ich danke da an dieser Stelle nochmal meinen Instagram-Followern, die mir ihren Rat bei Instagram gegeben haben. Alles klar, okay, wir werden nicht berücksichtigt. Ich gucke da jetzt doch. Das ist jetzt also das zweite Mal. Warte, nee, nicht Team Rang. Team Bricht. Ne, wir sind immer noch Stammtorwart. Gut, dann simulieren wir das Spiel halt eben. Schauen wir mal, wie Courtois sich schlägt. Freut er sich, dass er jetzt irgendwie wieder spielen kann, ne? Nachdem ein Kickerbericht drüber geschrieben wurde und so weiter. Nur ein 1:1. Wir schauen jetzt mal auf die Tabelle. Vorher machen wir aber nochmal ein richtiges Training. Vielleicht steigen wir ja nochmal auf. Ihr kennt ja das Torwart 1 gegen 1. Das nehmen wir manchmal mit rein und heute ist so eine Folge. So, ersten Ball gehalten. Der zweite kommt, geht daneben. Das bringt nicht viele Punkte. Das ist eher schlecht, wenn er daneben geht sogar. Den haben wir auch, obwohl der echt nah dran war. Das ist nicht schlecht. Das laufen wir mal raus. Das muss ja auch trainiert werden. Haben wir auch. Damit sind wir schon auf einem A. Bis jetzt alles gehalten. Sauber. Haben wir auch. Ich glaube, unsere beste Leistung war irgendwas mit 9000 Punkten mal. Ich habe nichts gedrückt. Egal. Okay. Ist okay. Die Trainingsleistung ist definitiv okay. Damit kommen wir der 84 immer näher. Was doch dann schon eine gute Leistung ist. Wie gesagt, das Training wird so häufig es geht von mir auch richtig gespielt. Vor allen Dingen diese eine wichtige Einheit, damit wir die bestmöglichste Gesamtbewertung in einem halben Jahr, beziehungsweise noch nicht mal mehr jetzt in einem halben Jahr haben. Nämlich dann, wenn es zur WM geht. So, jawohl, aber hier stehen wir in der Startformation. Wir haben nochmal eine E-Mail bekommen gegen einen noch nicht bekannten Verein. Okay. Ja, der Kalender sagt, wir haben als nächstes, also in der nächsten Folge, das Real Madrid-Spiel. Nämlich das Alter und dann, ah, jo, ey. Dann hier gegen United. Das werden dann wieder einzelne Folgen, weil das, ja, also prinzipiell fast zwei Spiele hier in dieser Folge. So, die Tabelle sagt aber, Arsenal kommt immer näher ran und Liverpool auch, weil wenn man sieht, also alle drei, also Man City, Liverpool und Arsenal, die haben beide so ihre Chancen da ranzukommen. Arsenal hat die höchste Punktzahl von diesen dreien, hat aber auch schon ein Spiel mehr, beziehungsweise zwei Spiele mehr. Liverpool und Man City ein bzw. zwei Spiele weniger und ein bzw. zwei Punkte weniger, was dann am Ende zwischen 4 und 6 Punkten Abstand ist. Also, wir sollten gewinnen, würde ich sagen. Vor allem dadurch, dass Courtois und Co. jetzt gerade unentschieden gespielt haben, wo man wirklich hätte gewinnen müssen. Oh, ja, Liverpool, Man City und United spielen auch. Arsenal leider nicht, beziehungsweise die haben ja schon ein Spiel mehr sogar als wir. Also alles gut. Wir haben eine gute Aufstellung. Das heißt, kämpfen und siegen und dann auf geht's. Ab der nächsten Folge müsste es dann auch so sein, da das Elgato Stream Deck dann bei mir angekommen sein müsste. Ich habe schon bestellt, dass ich dann auch live quasi die Tormusik einfügen kann. Ich wollte das nämlich nicht in die Postproduktion irgendwie erst später mit einfügen immer.
weil ich selber, wenn ich jubel, dann auch die Musik gerne hören wollen würde, die da abgespielt wird, damit das Gefühl einfach besser mit rüberkommt. Also ab nächster Folge wahrscheinlich mit Tormusik. Und ab nächster Folge ist dann auch wieder der Greenscreen abgebaut und die Stagebars, mit denen wir auch jubeln, sind dann auch mit drin und dann ein volles Paket geht es dann richtig ab, wenn wir Tore schießen. Da freue ich mich schon drauf. Am Freitag, also morgen Abend, zwischen 17:30 und 18 Uhr startet der Livestream. Da werden auch die Stagebars aufgebaut sein und zum ersten Mal auch das Elgato Stream Deck zum Einsatz kommen. Das bedeutet, dort werden wir auch Tormusik haben. Also schaltet ein und bewertet, ob es geil ist oder nicht geil ist. Soweit ich das bis dahin eingerichtet bekommen habe. Aber sollte klappen, hoffentlich. Außerdem bin ich übers Wochenende, was richtig geil ist, in Braunschweig. Und zwar fast das 1:0. Und zwar bin ich am Sonntag auch im Eintracht-Stadion. Also, falls ihr da seid, egal ob Karlsruhe-Fan oder Eintracht-Braunschweig-Fan, schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht trifft man sich ja. Wäre super nice. Außerdem, euer Support ist auch richtig nice. Eventuell, viele schreiben es mir immer, man darf es ja als YouTuber eigentlich selber nicht sagen, dass wir morgen eventuell die, oh, 10.000 Abonnenten, oh ja, Mann, knacken im Livestream. Wie gesagt, davon sind wir aber echt noch weit weg. Aber viele träumen da. Man darf auch immer träumen, ich träume auch. Aber egal, ich wollte sagen, euer Support ist richtig geil und deswegen auf diese Folge werden mal wieder 350 Likes eine richtig geile Sache, wenn wir das schaffen würden. Im Livestream von Sonntag haben wir ja jetzt, glaube ich, schon über 850 Likes. Leute, ihr seid verrückt. Einfach verrückt. Ich glaube, es könnte auch schon, also fast an die 900. Die 900 noch nicht ganz, aber fast. Also wirklich verrückt. Oh, super Chance! Was auch immer das jetzt gerade war. Ich habe eigentlich gehofft, dass er nochmal reinlegt. Schade. Gut gehalten und der Ball noch nicht einmal ins Aus. Das, damit habe ich nicht gerechnet. Und guter Gegenangriff jetzt auch noch gleich mal. Oh, in den Rückraum gelegt. In den Rückraum des eigenen Spielers sogar. Glück gehabt für uns. Gute Möglichkeit. Pfosten. So langsam, ganz ehrlich, hätten wir schon mal führen müssen. Die Gegner hatten auch so eine super Chance, aber damit rechnet man ja, dass ich als Weltklasse-Keeper, so will ich auf jeden Fall sein, dass ich die Bälle halte. Oh. Aber unsere Chancen sind wirklich gerade gut und der Schuss war gerade nicht gut. Aber hätte es sein müssen. Oh, und eine gute Ecke und Forster. Also, ja, Forster oder so. Ah, er hat es aber auch. Aber die, die er bis jetzt gehalten hat, waren auch nicht so super schwer. Das, was an den Pfosten gegangen ist, das hätte man reingehen müssen. Oder die Schüsse hätten besser sein müssen. So. Also, mehrere Sachen, die noch besser sein können. Mal gucken, ob wir sie jetzt noch verbessert sehen im ersten Durchgang. Wieder Gegenangriff, 31. Minute. Ordentlich was los! Und der ist ganz frei am zweiten Pfosten. Da kommen wir als Torwart natürlich gar nicht mehr hin. Und jetzt steht's 1:0. Aber für die Gegner. Ja, gute Möglichkeit, gute Möglichkeit. Nochmal gute Möglichkeit. Oh. Shit. Gute Möglichkeit für die Gastgeber wieder. West Bromwich im Angriff. Schussmöglichkeit. Den haben wir aber gefangen. Wir sehen ein ausgeglichenes Spiel. Leider liegen wir mit 1:0 zurück durch eine wirklich gute Chance, die für uns kaum haltbar war. Also vor allem, weil sie auf dem zweiten Pfosten geflankt war. Nicht nur die Distanz, sondern im Endeffekt war es wirklich der zweite Pfosten. Oh, und hier, apropos zweiter Pfosten, zweites Mal den Pfosten getroffen. Wie unlucky einfach nur. Nein, Liverpool führt auch, Manchester führt auch. Beide auch. Also, sieht nicht gut aus. Zweite Halbzeit, das muss gedreht werden, ansonsten sind wir wirklich in Bredouille und ja, die Ergebnisse, das muss es her. Also, muss ein Sieg, es muss ein Sieg her, wirklich. Ansonsten. Ich dachte wirklich am Anfang,
die Premier League, die wäre schon relativ sicher, dass wir die gewinnen. Und jetzt so langsam denke ich das nicht mehr. Und City führt jetzt schon 2-0. Also die werden ihr Spiel auf jeden Fall nach Hause fahren. West Bromwich ist auch noch in der Euroleague drin. Die spielen gegen Sevilla. Krass, hätte ich ja nicht gedacht, dass die auch europäisch spielen. Das ist ja dann sogar ein besserer Gegner, als ich dachte. Ich dachte, wir würden hier irgendwie gegen was Mittelklassiges, auf jeden Fall nicht gegen was europäisch spielendes spielen. Aber, okay, naja, das erklärt auf jeden Fall einiges. Nichtsdestotrotz ist das was Doofes. Das ist mal wieder ein Ball für uns. Oh, Manchester City, jetzt nur noch 2-1. Vielleicht geht da ja doch noch was. Ja, bei uns ist es auf jeden Fall jetzt 62. Minute und es steht 1-0. Jetzt die nächste gute Chance, Willian. Oh, dann so selbst vergeben quasi. Was ein schlechter Pass. Und nächste riesige Chance für die Gastgeber. Nächste richtig gute Parade. Und das nächste Tor für die Gegner. Wo ist die Verteidigung? Da ist der Paradodopoulos da. Aber ja, mehr kann ich da auch nicht machen. 67. Minute, zwei Drittel des Spiels sind jetzt gespielt. Wir liegen 2-0 zurück. Es ist Fußball, es ist noch alles möglich. Egal ob unentschieden oder Sieg, theoretisch ist es möglich. Aber im zweiten Durchgang hatten wir noch nicht einmal so wirklich mehr viele Chancen. Deswegen Liverpool führt jetzt auch 2-1 wieder. 2-1. Anschlusstreffer. Jawohl. 73. Minute. Also, City und Liverpool, die beiden führen, würden 3 Punkte bekommen. Wir jetzt gerade, Stand jetzt, gar keinen. Aber Anschlusstreffer, das euphorisiert uns doch jetzt. Wir müssen dranbleiben, mindestens ein Tor schießen. Das eine Team hatte 6 Punkte Abstand von uns und hatte 2 Spiele weniger. Wir könnten, oh, jetzt totaler Angriff. Wir könnten wirklich unseren Platz dadurch abgeben. Unseren ersten Platz, wenn wir hier verlieren. Oh, was auch immer. Oh, lol. FIFA. So, vielleicht nochmal eine gute Kombination. David Lewis, 80. Minute. Wir sehen wieder die letzten 10 schrecklichen 10 Minuten. Werden ihn natürlich auch präsentiert von Hasse nicht gesehen. Aber hoffentlich sind die eher schrecklich für die Gegner. Darauf plädiere ich und hoffe ich. Ich meine, viel schrecklicher für uns kann es ja eigentlich kaum kommen. Ja, okay, wir haben vielleicht eine der besten Defensiven. Wie gut ist genau, weiß ich gerade gar nicht hundertprozentig. Müsste ich genau auf die Tabelle schauen. Vielleicht wisst ihr es. Oder ihr könnt nochmal zurückspulen. Aber die wird schon sehr, sehr gut sein. Und da sollte unsere Tordifferenz doch bitte nicht gemacht werden. Hazard. Das ist jetzt nochmal eine gute Chance. Schön zurückgelegt. Nee. Okay, also irgendwann soll es das auch nicht mehr sein. Das dritte Mal ist Aluminium in diesem Spiel. Ich erinnere mich an ein Spiel, da hatten wir 5-mal Alu-Treffer. Aber auch mit 3-mal ist schon echt mies. Also wir hätten das Spiel halt einfach wirklich gewinnen können. Am Ende muss man sagen, wenn man 3-mal das Alu so trifft, wir hatten die Chancen. Am Ende, ja, dann soll es nicht sein. 2 Minuten noch Nachspielzeit, wir sind jetzt vorbei. 2-1 Niederlage. Wir haben jetzt 3 Pokalspiele hintereinander. Real Madrid in der Europa League. Irgendwie komisch, dass es Europa League ist. Was macht Real Madrid in der Europa League? Ist es doch Champions League? Nein, es ist 100% sind wir in der Europa League. Aber was macht Real da? Danach wieder FA Cup gegen Arsenal. Und dann das Rückspiel gegen Real Madrid. Also absolute Top-Spiele in den nächsten Folgen. Schaltet also unbedingt morgen ein. 17:30 oder 18 Uhr beginnt höchstwahrscheinlich der Livestream der Torwartspielerkarriere. Ja, und mal schauen, was wir morgen dann alles zusammen erreichen werden. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Links kommt jetzt noch zu meinen Social Media Plattformen, da poste ich auch nochmal den Livestream-Link.
Rechts kommt ihr zur Playlist der Torwartspielerkarriere und zur nächsten Folge, soweit ihr denn draußen ist, normalerweise immer im 2-Tage-Takt um 16:30 Uhr. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Haut rein. Ciao.